wenn der Track scheiße wird, dann kann man sagen, ja, stimmt. Ja, ja, Mann. Ja, ich Alter, bin ja jetzt dabei. Was checkst du eigentlich, ey? Ich finde das sehr schön. Eine neue Sounds of Folge mit Severin. Severin ist Produzent in meinen Augen als allererstes Mal. Also, oh, okay. Ja, ja doch, weil du bist jetzt ja auch in einer Produzentenserie. Und nebenbei, ja, hobbymäßig auch noch Drummer bei... So ein kleines Hobby. Genau. Ist egal, wo du gerade bist. Es tut mir leid, wo gehornt hast. Ich hoffe, du weißt das. Ja, ey, ja. Herzlichen Glückwunsch, 1,5 Krone gerade gewonnen. Oh ja, danke. Vorgestern. Danke. Und zum, was, 4. Mal, 5. Mal? Ne, 1. Mal. Nein. Doch. Nein. Doch, wir waren 6 Jahre in Folge jetzt immer da und immer wieder nominiert und nie gewonnen. Ich bin halt auch vorgestern gefühlt aus Äthiopien und Tansania wiedergekommen. Exakt. Deshalb war das nochmal extremer, dann halt von da, zack, nach das glaube ich. Dieses Kasper-Theater dann, blöd gesagt dazu. Und ich stand da wirklich so und dachte so, wow. Ja, das glaube ich. Ja. Das war krass, ne? Ja, ja, klar. Jetzt sitze ich hier. Komm, ja. Schlafen. Ja, du bist Severin ist gestern nachgekommen, hat jetzt ein paar Stunden geblitzt geschlafen. Worden übrigens, hier direkt vor der, bei dir im Dorf. Oh, da habe ich mal meinen Lappen 2 Monate vorgegeben müssen. Mhm. Scheiße. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Das ist 50. Keine Ahnung. Ja, ja, 50. Wie schnell bist du? Mein Tacho ist kaputt, deshalb weiß ich das nicht. Alles an der Kiste ist kaputt. Du hast gestern auch Breakdown mit dem Auto am Straßenrand und so. Weißt du, was ich gut finde? Nee. Die ganze Band geht halt irgendwo surfen, wohnt im Auto, in irgendwelchen, weißt du, da ist niemand ist dabei, der sagt so, naja, wir sind jetzt irgendwie im Ritz untergebracht und knallen uns da jetzt Champagner für 3 Wochen und dann geht's wieder los. Also ich habe bis vor einem Jahr mit Henning noch in der WG gewohnt, mit unseren alten Schulfreunden. Das war jetzt mal so unser Upgrade, dass ich mal gesagt habe, okay, langsam reicht's. Wir ziehen wenigstens in den eigenen Bus. Ja, genau. Ja. Das bin nicht ich, das ist Malte, der lebt jetzt in seinem Bus, der hat keine Wohnung mehr. Ey, aber jetzt soll es ein bisschen um dich gehen. Du warst nämlich da in Äthiopien und hast das Zeug, hast ein paar Sounds eingesammelt. Yes. Nice. Ich bin hier gerade mit so einer Projektreise unterwegs, was heißt, wir fahren eigentlich von Ort zu Ort und besuchen schöne Projekte, wie heute waren wir an der Schule oder gestern und heute noch mit 400 Kids, die da rumrennen und ich habe dann mit denen Musik gemacht oder Wasserprojekte haben wir besucht. Ich habe jetzt diesen schönen John Rick einmal ein paar Sounds von aufgenommen, um mal zu hören, wie der so klingt und dann was draus zu basteln, was vielleicht im Endeffekt hoffentlich Musik ist. Gestern waren wir noch auf einer Party auf der Schule eingeladen, weil wir den Tag über da waren. Und am Anfang war es super komische Stimmung, also man saß sich so gegenüber und dann hat man irgendwie so ein bisschen Austausch gemacht und irgendwie durch Unterhalten, was irgendwie schwierig ist, weil es irgendwie Sprachen gibt, die irgendwie beide Seiten nicht so richtig verstehen. Und dann wurde irgendwie angefangen, Musik zu machen und zu tanzen. Und das fand ich irgendwie so krass, dass das dann eine Ebene war und dass das auch irgendwie eine Sprache war, die alle verstanden haben, weil dann auf einmal alle zusammen getanzt haben. Das ist irgendwie was, was mir auffällt, dass überall eigentlich gleich ist, durch Musik irgendwie irgendwelche Sprachbarrieren oder Kulturbarrieren echt sehr schnell überwunden werden können. Und dann kamen die halt irgendwann mit so gelben Benzinkanistern und füllen da halt das Bier raus ab. Ja. War halt mega verklatscht. Ja. Ich glaube, das sieht man auch, wie verklatscht ich da aus. Sehr weil heiß halt so. Ja, weil es halt morgens um 5:30 war und wir um 4 ins Bett gegangen sind. Okay, ist 6 Uhr morgens. Wir haben in dieser Hütte da gepennt und die Jungs haben einfach mal die Musik jetzt angemacht. Was aber nicht schlecht ist, weil wir ein bisschen noch ein paar Sounds hier sammeln wollten und gucken, was hier so um 6 Uhr morgens los ist. Und hoffentlich sehen wir den Sonnenaufgang. Nein, das Schiebtor klingt schon geil. Was? Ich weiß nicht, was oben steht. Doch. Primary School. 1978. So, um 6 Uhr morgens, ohne sich mal Wasser durchs Gesicht machen zu können. Ja, das ist hier relativ knapp.
Das sieht dann nämlich dann so aus, da muss man sich Wasser holen. Verdammt. Hinter der Schule ist so ein ist in dieser Schule und geht so um die Ecke und dann ist da auf einmal so ein krasses Panorama. Das ist für mich, wenn ich irgendwie auch in ein anderes Land komme und so, viele sind das dann die Gerüche, die irgendwie neu sind oder die visuellen Eindrücke. Aber bei mir ist das echt ganz viel so der Sound, dass man irgendwie abends im Bett liegt, ganz woanders und alles ist ungewohnt. Ob das jetzt die Autos sind, die anders klingen, wenn man in der Stadt ist, die Leute, die eine andere Sprache haben, aber auch hier, wenn man jetzt mal hört, es sind ja auch irgendwie andere Tiere, andere Sounds. In Deutschland sind es immer die gleichen Tauben. Diesen Input, den man hier bekommt, der wird sich, glaube ich, auf jeden Fall auch auf uns als Band auswirken. Ich meine, wir sind gerade alle irgendwie woanders unterwegs. Das war für uns auch mal so ein Punkt, dass wir nach dem letzten Festivalsommer gesagt haben, okay, wir machen mal eine Pause bis nächstes Jahr Februar, was für uns echt eine lange Pause ist. Ich glaube, so lange Pause hatten wir noch nie, seitdem wir irgendwie angefangen haben, zusammen Musik zu machen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und das war auch mal echt der Punkt, wo wir alle gemerkt haben, okay, das tut jetzt auch mal sehr gut, dass jeder so seinen Interessen mal kurz nachgeht. Und das war bei uns allen, glaube ich, erstmal raus und reisen. Ach, guten Morgen. Wir befinden uns hier im wunderschönen Äthiopien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tiere und Äthiopien. Wunderschön hier. Und wir warten jetzt hier mal 18 Stunden, bis ein Elefant vorbeiläuft. Gucken, glaube ich, echt, was machen die hier, ey? Da läuft irgendwie ein Verrückter durch unseren Mini-Wald und haut gegen die Baumstämme. Da gibt es eine Taube, die macht die ganze Zeit. Hier gibt es einfach so viele Sounds zu sammeln, dass es unfassbar ist und mich manchmal auch ein bisschen überfordert und man gar nicht hinterherkommt, sich die Kopfhörer reinzutun, auf Aufnahme zu drücken, die Kamera an den Start zu bringen. Aber den größten Teil haben wir jetzt, oder? Kommt wieder ein Vogel. Kommt keine Antwort. Wollen wir mal reingucken? Wollen wir mal reingucken, was du da so hast? Na klar. Na klar, du. Ich habe hier mal was vorbereitet. Auch das ist wieder ein Soundpack, was ihr euch runterladen könnt. Auf der Klimasten-Seite im Blog gibt es das ganze Äthiopian Sounds von Devarin. Es steht zur freien Verfügung. Würde uns sehr freuen, wenn ihr daraus ein bisschen was bastelt und einen Song schickt dazu. Yes. Aber gehen wir mal erstmal hier zu den Drums. Machst du sowas so? So ein Beat so am Raster machen? Weil ich muss immer irgendwie was so machen. Ja. Nö, ach, manchmal brauche ich auch Beats so, auch mal Beats reinzeichnen. Ich kann auch noch nicht mal so gut dann in diesem MIDI-Raster irgendwie, was ich dann im Kopf habe, umsetzen. Weißt du, nee, irgendwie nicht so gut. Ich bin dann 10-mal schneller, wenn ich dann halt... Ja, ja, okay. Also, deshalb... Ja. Wie fängst du denn jetzt sowas an? Du hast jetzt ja richtig ein Schlachtfeld an Sounds. Ja, ein Schlachtfeld an Sounds und jetzt muss man sich da durchklicken und... Erstmal vor allem überlegen, wo will man damit hin. Naja, wenn du was Tonales hättest, hast du da auch irgendwelche Sachen. Genau, das wäre jetzt mein nächstes Punkt gewesen. Ja. Ich habe nämlich auch auf dieser eben erwähnten Schulparty halt ein bisschen mit dem Handy einfach aufgenommen. Und sowas finde ich halt immer ganz geil als Startpunkt, dass man halt fast schon so klassisch sample-mäßig. Man irgendwie loopt und guckt, was man da erstmal für einen Grundvibe schafft, um dann darauf aufbauend irgendwie Instrumente draufzulegen. Ja, und, finde ich gut. Also lass uns doch damit anfangen. Ich habe hier noch eine andere, das war auch mittags dann in der Schule, hat die Schulklasse auch eigentlich, glaube ich, das gleiche Lied. Da waren halt auch geile Sachen dabei, wenn so eine ganze Schulklasse halt so singt. Ich habe das jetzt hier sehr kurz gestückelt. Man kann ja hier bei diesem, in diesem Simpler drin, gehe ich eigentlich immer hier auf diese Slice-Funktion und dann kann man hier, hier einstellen, wie viel davon gezeigt wird, weißt du? Ja. So. Boah, der ist geil. Ja, ist mega.
Also, man sieht wie immer, es ist immer das Gleiche. Wild rumklicken, bis irgendwas geklickt. Ist rauskommt. Wirklich so, ja, ist es ja wirklich so. Ja, gerade bei sowas muss man irgendwie... Ja, Mann. Und ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, dass wir jetzt beide nicht so krass irgendwie alle Instrumente spielen können. Und aber du kannst aber schon ganz schön viele. Du spielst auch sehr gut Gitarre und so. Du hast so 5 Minuten oder sowas. Kommt das Gitarrending nicht von dir oder so? Ja, genau. Ich glaube, ich habe vor 5 Minuten aufgehört, dich zu lieben. Dann habe ich's aufgeschrieben und mittlerweile sind es 7. Ein Geniestreich, mein Lieber. Ah, danke. Ich meine, dieses Trommeln gibt ja schon den Rhythmus irgendwie vor. Ne? Ich finde die Stimme halt geil, aber das ist halt schon sehr prägnant da jetzt drin. Ne? So, dann gucken wir mal, dass der Beat da vielleicht nicht ganz so prägnant ist. Da kann man da einfach erstmal anfangen mit ein bisschen rum-EQen. Hier generell ein bisschen zu laut. So, jetzt habe ich ja einfach nicht mehr ganz so viel. Also, guck mal hier, diesen ganzen Kram halt irgendwie weg. Komplett weg kriegt man das jetzt nicht, glaube ich. Was du jetzt gemacht hast, ist untenrum alles abgeschnitten und in dieser Frequenzbereich zwischen, keine Ahnung, 500 und 10.000 Hertz hast du das übrig gelassen. Genau. Weil die Drums im tiefen Bereich sind diese Claps und Kicks und so halt viel stärker. Die sind jetzt quasi weg und so kann man das ein bisschen isolieren. Weil komplett kriegt man den Rhythmus dieses da jetzt nicht raus, aber das ist ja auch ganz cool, wenn das irgendwie so die Grundlage davon ist. Ich bin gespannt, wie du da gleich ein Beat zubaust. Ja, bin ich auch gespannt. Ja. Bisschen leiser, das ist ja hier. So, das Ding hast du immer mit, ne? Was? Das Ding hast du immer mit. Was? Was? Apollo. Apollo, ja, das Interface. Ist ein bisschen Nerdkram. Ja, naja, und ja, das immer, weil das wollen immer voll viele Leute wissen, haben auch viele Leute gefragt, du arbeitest auch mit Ableton. Ja. Letztlich, jede DAW geht dafür. DAW ist die Softwareart, um das hier irgendwie damit rumzuspielen. Also ich habe halt mit Ableton auch zu Schulzeiten, bevor ich Band gemacht habe, habe ich viel auch elektronische Kram gemacht und so live gespielt mit elektronischer Musik. Mhm. Und deshalb habe ich das dann in der Schule mir halt reingezimmert, anstatt irgendwelche Ballerspiele habe ich halt Ableton gespielt so. Chrissy macht halt Logic und das ist manchmal ein bisschen kacke, weil dann hat man das Projekt und das, also ich finde Logic nicht so. Ich auch nicht, aber ich glaube, es ist immer das, was du benutzt hast. Ich finde es auch rein ästhetisch irgendwie nicht so schön. Was findest du das schön hier, Alter? Das sieht aus wie so eine DDR-Mauer. Ja, das stimmt. Das war geil, das war, da hing so eine Wäscheleine. Ja. Und dann, an der Leine? Nein. Das war so mega lang. Jetzt sind wir hier im Dorf. Glaubst du, es ist cool, hier rumzulaufen und irgendwas aufzunehmen? Boah, das klingt geil. Salam. Ich fand, das klang irgendwie ganz geil. Können wir mal reingucken, was war das? Okay, jetzt, wenn du so über Klamotten reibst oder so. Das war tatsächlich ein Haufen Scheiße. Was? Hier, da ist es. Ey, das quietscht. So klingt scheiße. Das heißt, wenn der Track scheiße wird, dann kann man sagen, ja, stimmt. Ist auch scheiße drin. Das ist voll das geile Set auf jeden Fall. Das Sample Pack ist richtig gut. Snacks finde ich immer eigentlich auch ziemlich geil. Ich habe ja eigentlich Erdnüsse mitgebracht aus Äthiopien. Oh, zum Snacken, ja, habe ich vergessen. Cool. Weil die sind im Rucksack sind die aufgegangen, der ganze Rucksack war voll. Dann habe ich die zu Hause hingestellt und dann habe ich die zu Hause vergessen. Super, was ist denn in deinem Koffer drin? Ist da noch Essen drin? Nö. Oh, da sind noch ein paar Sachen drin. Eigentlich dieser Koffer, der hat sich entwickelt. Es ist mittlerweile ein Instrument, was ich live auf der Bühne spiele. Weil wir immer diese Sessions machen. Ja. Und da habe ich ja kein Schlagzeug dabei und habe dann immer angefangen, Koffer als Bassdrum zu nehmen. Ja. Habe mir so ein Miniset gebaut, was auch relativ viel auf dem Album gelandet ist. Also bei Weiße Wand oder so spiele ich dieses Ding. Wirklich? Ich bin allein mit der weißen Wand und meinem Scheißverstand. Live spiele ich das auch. Also das ist geil, dann haben wir das mikrofoniert und dann ist halt so ein Mini-Schlagzeug. Ich habe dir auch noch ein paar Sachen mitgebracht oder generell coole Instrumente, weil vielleicht können wir noch was, alles aus Äthiopien, kann man vielleicht gleich noch was drüberlegen. Dieses Ding fand ich geil, das kennt man, aber hier, das ist das Ding, was ich bei Weiße Wand, dieses Sound-Ding. Ja. Weil das ist die Snare.
Die spiele ich auch dann live. Und das Ding kommt dann Koffer für die Kick. Richtig. Ja. Sound ist auch gut. Ja, ja, voll. Du hast coole Sachen, Severin. Geil, danke. Ja. Du musst mal zu uns im Proberaum kommen. Da ist ein Instrumentenmuseum. Ihr habt voll viel Zeug, ne? Ja. Chrissy sammelt auch schon sehr gerne Gitarren, aber... Und du hast aber auch voll. Das ist alles dein Zeug hier. Das ist alles mein. Das ist auch meine Gitarre. Das hier ist tatsächlich, den müssen wir gleich auch anschmeißen. Diesen schönen Bass, das ist ein Höfner, der ist Shortscale, das heißt, der ist sehr kurz. Aha. Dadurch klingt der sehr trocken und ich habe mir den irgendwann mal gekauft. Und dann fand Malte den so geil, dass eigentlich das komplette Album mit diesem Bass eingespielt wurde. Ja. Und der spielt den live auch immer, der leiht sich den von mir aus. Und das hier? Das ist ein echte Schlangenleder. Das ist echte Schlange. Drecksack. Die rote Schlange. Nee, das ist, glaube ich... Habe ich mir in Äthiopien neu bezogen selber. Ja. Genau, ich bin morgens barfuß einmal durch die Witten gelaufen und habe mir meinen Bass neu bezogen. Erstmal 15 Schlangen, die müssen natürlich dann noch eine Farbe haben. Und dann, ich brauche eine rote! Bringt mir die rote, ich will keine grüne! Ich bin dafür, dass du gleich dieses Ding einspielst. Ich habe einen Stick gefunden, um dieses Instrument perfekt zu spielen. Das ist perfekt für sehr kleine Menschen, wir sind leider zu groß für dieses Instrument. Das klingt jetzt sehr asiatisch so ein bisschen, ne? So. Le Bass. Les Bass. Les Bass. Ich kann auch Spanisch, ganz gut. Ja? Go, VFI. Weil ihr da so lange wart. Hast du es da gelernt? Nein. Wie lange wart ihr denn da? Einen Monat oder so? Zwei Monate. Ah ja. Einen Monat Album aufgenommen, einen Monat Videos gedreht. Das war mega schön. Wir waren in Girona, so einem kleinen Dorf, mit ein bisschen größerer Stadt, weil wir Bock hatten auf ein bisschen mehr Leute. Und dann sind wir jeden Tag geile Spots rausgesucht und haben dann da die Videos gedreht. Am geilsten war, auf Eseln zu reiten. Das war ein bisschen Hennings Wunsch. Ja. Ja, ja. Und da spielen wir ja, während wir auf Eseln reiten. Und ich habe mir so ein, aus so einer kleinen Box, da habe ich so den Drumcomputer drauf gegaffert und wir machen ja immer alles live. Mhm. Der hat halt ungefähr so große Knöpfe. Mhm. Und dann, während du auf einem Esel sitzt, der so. Und dann musst du so diese kleinen Knöpfe drücken, weil jetzt die Bassdrum rein muss. Morgenreiter, Jenny, Jenny, Morgenreiter, lächelt einfach immer weiter. Wie alle Flugbegleiter, Jenny, Wolkenreiter. Und nach jeder Landung. Ist sie das Lächeln in der Brandung? Ich nehme einfach mal was auf und dann kann man damit ja immer noch rumspielen. Yeah! Und ist auch oft Bass immer auf Bassdrum, ist halt ganz gut. Gibt dem halt einfach noch mal ein bisschen mehr Pump. Ja. Okay. Wir brauchen also jetzt hier ein bisschen Feeling, ja. Du kannst sowas spielen, oder? Wo kommt der denn her? Willst du jetzt einfach. Hast du Sounds, die wir dazu machen wollen, oder willst du irgendwas? Ja, weißt du, sowas Schönes, was sich so hochbaut, was so ein bisschen James Blake-mäßig so. Ich glaube, eine einfache Chordfolge reicht. Ja. Erstmal, und dann kann man da noch so ein bisschen Kram drüber machen. Vielleicht sowas? Oder ist es zu düster? Ich finde das sehr schön. Der war geil davor. Yes, sir. Nice. Welcher war gut oder einfach kompletto? Na, kannst den letzten... Hey, mir völlig egal. Also ist egal, wo du reinskippst. Du wirst auf jeden Fall Gänsehaut. Das will überall krass einfach. Ich mach keine Fehler, Mann. Ich mach keine Fehler. Aber. Da musst du jetzt noch ein bisschen, dass das nicht so dolle ist. Nochmal was? Was meinst du mit nicht so doll? Ja, der ist jetzt so dolle nach vorne. Der muss ein bisschen dumpfer, ein bisschen. Ach so, du meinst jetzt weg. Vom Sound her. Ja, ja, Mann. Ja, ich Alter, bin was ja jetzt du dabei. Eigentlich, ey? Ich mach das jetzt. Du bist einfach tierisch lahm. Ich verstehe nicht, wie ihr das überhaupt hinbekommen habt. Wie viele Alben habt ihr gemacht? Drei. Ja, nein, zwei. Zwei Alben erst. Dafür seid ihr ganz schön erfolgreich. Ja, wir sind ja extrem langsam. Ja, wir hängen auch gerne ab. Ja. Was waren das für Chorde? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich glaube, deine Gitarre ist aber auch verstimmt, oder? Bist du zufrieden mit deinem Sound? Ja. Okay, Sören, dann hau mal den Tasten. Manchmal brauche ich sehr lange auch, um Sachen zu finden. Das ist das, wenn man das Instrument nicht so richtig spielen kann. Das könnte jetzt sich um mehrere Stunden handeln.
Ja, mich auch. Ja. Geht schon. Wir kriegen ja gleich noch einen Spezialgast, der kann vielleicht noch ein bisschen mitmachen. Kann der Gitarre spielen? Geht so. Glaubst du, jetzt passt das hier noch rein, als so Atmos-Sounds? Warte mal, wollen wir denn hier mal Mikrofon, ne? Ich dachte gerade, das wäre ein Mikro. Aber warum liegt das hier? Für dich. Die haben dich gesehen, als du hier reingekommen bist, und haben gedacht, ach du Scheiße. Dann müssen wir irgendwas machen. Das ist ja so hässlich, Alter. Hier, geh mal einen Puderpinsel hin, vielleicht kriegen wir es dann auf eine Reihe. So, hallo? Hallo? Was wollten wir nochmal machen? Ah, ja, Mikrofon, etwas aufnehmen, du sollst das suchen hier. Ja. Hallo? Falls sich irgendwer jemals gefragt hat, warum so selten alle Mai Kantereit-Alben rauskommen. Die brauchen für alles extrem lange. Hier einfach. Haben wir den Grund, der sitzt hier. Sören. Der langsamste Mensch der Welt. Natürlich das kleinste Instrument der Welt, was man spielt. Hörst du was denn? Meinst du vom. Ja, das Mikro ist zu leise, yo. Yo. Hey. Kommt da schon was an? Ich hab ein Süppchen. Das ist der Überraschungsgast. Der. Geil, Mann. Hey, Digga. Na du? Alles gut? Ja, Mann. Oh, schön. Dankeschön. Geil, Mann. Ich hab schon wieder Unordnung gemacht. Wo kommst du jetzt her? Ja, aus Köln komme ich. Bist du jetzt hierher gefahren? Ja, genau. Ach, krass. Im Zug. Ja. Yes. Wir haben bis jetzt auch gar nichts gemacht, wir haben nur gelabert. Siehst du da, siehst du das, was wir geschafft haben? Wir haben schon noch zwei weitere Spuren, ja. Ja, wir haben kein Beat gebaut. Ein bisschen so Vocal-Zeug aus der Schule von den Kiddies irgendwie. Ja. Wir haben eigentlich schon fast alles in diesem Raum benutzt. Ja. Geil. Muss nur noch zusammenpassen. Mhm. Muss jetzt nur noch passen. Da kommst du ins Spiel. Mhm. Aber ihr beide macht das viel zusammen, ne? Ja, wir haben ja unseren Proberaum da in Köln. Und ja, da waren wir eigentlich, sind wir eigentlich schon fast jeden Tag. Ach krass. Ich mache auch viel zu Hause gerne bei mir, weil ich halt bei mir auch so ein bisschen so wie hier. Mhm. Aber auch sehr viel im Proberaum. Super, das ist super. So, sollen wir dir mal zeigen, was wir gemacht haben? Yes. Ja. Gerne. Komm, ich räume mir mal ein bisschen, mach mir ein bisschen klar. Ich mach klar Schiff. Du hast jetzt hier auch frei. Was machst denn du mit deiner freien Zeit? Ich mache auch die ganze Zeit Mucke im Proberaum eigentlich gerade. Eure freien Zeiten sind super. Ich war ja auch eine Woche im Urlaub. Ja. Aber sonst eigentlich die ganze Zeit nur da. Ich weiß überhaupt nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt hier reinkommt alles, aber... Das muss man jetzt noch ein bisschen zusammenschmiegen und richtig aufbauen, sodass da... Naja, du musst halt irgendwie ein Arrangement rein und vielleicht noch irgendwas... Hast du noch eine Idee, was man da noch reinmachen kann? Vielleicht mal so einen richtigen Beat, der so durchgeht oder so, dachte ich jetzt. Weil das ja mal so richtig losgeht, dann einfach mal so straight. Der Beat ist der. Das ist irgendwie so ein straighterer Beat, der einfach reinkommt oder so. Ich dachte noch, dass man vielleicht hier so einen Synthesizer, der so ein bisschen britzelt und der so langsam so hochfährt und dann da so reinkommt, so ein... Ja. Okay, geil. Willst du das einmal so aufnehmen? Mhm. Ich fand das schon so perfekt so. Cool. Wir machen ja nämlich nur One-Takes bis jetzt, oder? Bisher nur One. Oh oh. Oh oh. Oh, oh. Komm, ist er da, Statistik im Arsch. Kein Problem, wir haben vorhin so viel und so schnell eingespielt, dass wir noch Luft für einen Versuch haben. Aber wirklich nur noch einen. Okay, okay. Nice. Muss man vielleicht jetzt schon auch anfangen, ein bisschen rumzuarrangieren, weil dann kriegt man irgendwie... Orangina. Orangieren. Weil bei so Arrangieren muss ich halt immer so das so mega oft hören und dann irgendwie von vorne und dann so zuhören und überlegen, kommt jetzt schon das rein oder nicht? Ja. Oder wie machst du das? Machst du das immer so? Ich springe aber direkt rein, das nervt mich voll. Philipp ist nämlich auch so. Ja. Dass er dann so, wenn er hören will, ob die Bridge funktioniert, ich check das ja schon, dass man das im Kontext hören muss, aber der hört es halt immer von vorne. Ich so, okay, wir müssen jetzt gemeinschaftlich anderthalb Minuten warten, bis die Szene nochmal kommt. Zu euch verarschen, Alter. Und dann immer wieder Kleinigkeit gedreht, wieder vorne angefangen. So, Gott, ey. Hör doch einfach vorher einmal kurz da rein, ey. Stell dir mal vor, du machst dann so Techno, so acht Minuten.
Mach einfach ab da mal so Claps auf die 2 und 4 oder sowas vielleicht. Da will ich die Drums nochmal kurz rausnehmen, irgendwie einmal und dann jetzt wieder rein. Mit dem Bass zusammen. Ey, geil. Nice. Ich würde jetzt dann noch 5 Minuten daran rumschrauben, perfekt, dann machen wir das mal ein bisschen rund. Geil! Und dann können wir das so machen. So. Dann wollen wir reinhören. Ja, gerne. Es gibt ja normalerweise, gab es immer so Reaction-Part-mäßig, dass einer dabei war beim Soundaufnehmen, du ja nicht. Ja. Aber du hast jetzt hier mitbekommen, was hier gebaut werden sollte. Und dann hat er sich gerade noch eine halbe Stunde allein hingesetzt. Und wenn Sören das jetzt verkackt hat, dann ist er fällig gleich. Ich bin sehr gespannt. Dann kommt der nächste Gast. Wer baut der Haut? Okay. Leertaste startet dein Ensemble. Ready? Warte. Du magst es ja gern laut, ne? Ich mag es gern laut. Ah. Geil. Schöner Schluss auch. Das war noch hinten dran, habe ich das mega noch nice gefunden. Voll atmosphärisch und das fängt das, glaube ich, gut ein, da morgens. Ja, ey, das war ja so ein schönes Setting. Ja. Ey, voll geil, dass ihr beide euch das hier einrichten konntet. So ja, klar, ja, danke dir für die Einladung. Ja, mega schön. Auch, dass du dann direkt da gerade unterwegs warst. Und das ja, machen wir. Ja, das ja, warum nehme ich nicht einfach Sounds von damit? Ja. So, okay, geiler, können wir an dieses Zeug nicht rankommen. Das ist mega gut. Dann war das im Grunde, also wir haben jetzt bei Sounds of ist ja so ein Testballon gewesen. Ne? Yes. Wir haben jetzt 4 Folgen gemacht, die könnt ihr euch auch alle nochmal angucken. Das war jetzt sozusagen einmal die erste Staffel sozusagen. Ihr könnt jetzt ein bisschen so in die Kommentare schreiben, ob ihr das schön fandet oder nicht. Und dann muss Funk sich mal entscheiden, ob sie das weiter produzieren wollen oder nicht, ohne jetzt den Druck erhöhen zu wollen. Wir würden das sehr gerne weitermachen, weil es gibt da draußen noch sehr viele Talente. Okay. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank fürs Zugucken. Danke dir. Abonniert das hier gerne und schreibt einmal noch in die Kommentare, dass das weitergehen soll. Würde mich sehr freuen, dann passiert das vielleicht auch. Ja, fertig. Feierabend, oder? Ich will noch einen trinken. Feierabend. Yes. Nice. Geil. So, ihr könnt euch jetzt hier noch andere Folgen vom Sounds of angucken. Es gibt da links in der Ecke irgendwo noch so, ja, irgendwo da, hier in diesem da, wo Severin drauf zeigt und daneben eventuell. Gibt es noch andere Folgen, zum Beispiel mit Josi oder mit Nisse? Und dann macht doch einfach danach, was ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, vielleicht ein Video von Harald Lesch anzugucken und euch ein bisschen weiterzubilden.